Willkommen Leute zu meinem Mykonos Vlog. Wir sind gerade auf Mykonos angekommen. In dem krassesten Hotel absolut ever. Wir sind hier im Cabo Tago und haben auch noch gerade ein Upgrade bekommen und ich bin sowas von freaking stoked. Barış und Jasmin sind irgendwo da hinten und gebt euch bitte diese View. Also das ist einfach so krass. So eine Sonnenuntergang-View hatte ich echt noch nie. Unnormal heftig. So. Das hier, meine lieben Freunde, ist mein Outfit. Ich habe tatsächlich dieses Kleid hier schon seit mehreren Jahren. Aber es war mir immer um die Boobs zu groß und jetzt passt es mittlerweile ein bisschen. Ja, und das ist das Outfit. Wir werden jetzt gleich runtergehen und uns dort mit Jasmin und Barış treffen. Wir werden dann ein bisschen was essen und was trinken und am Pool und dann noch the View genießen. Sehr entspannt für den ersten halben Tag. Deswegen lasse ich jetzt auch die Kamera hier und filme so ein bisschen mit dem Handy, einfach um ein bisschen anzukommen. Ja, that's the plan. Freunde der Sonne. Es ist der erste richtige Tag und wir gehen jetzt erstmal runter frühstücken. Sehr gut geschlafen. Hat ein bisschen Air Conditioning an, aber oh mein Gott. Nicht viel. Und ja, dann werden wir heute ein bisschen am Pool chillen. Es ist tatsächlich hier noch keine Sonne. Weil die Sonne da hinten aufgeht und dann wandert die hier so rüber und dann hat man hier sozusagen den Sonnenuntergang. Und ja, I would say, let's go downstairs. Ich kann nicht mehr reden, okay, bye. Das hier ist unser Weg runter in die Lobby. Da sind Barış und Jasmin. Oder? Nee, hier sind Barış und Jasmin. Seid ihr noch da? Okay. Und das ist unsere View. Oh mein Gott, am Pool ist Sonne. Geil. So beautiful. Hier kann man echt überall Bilder machen. Das finde ich schon mal super. Das ist der Pool von uns. Jetzt echt erstmal breakfasten. Guck mal, man kann sowas bestellen und machen die das so in eurem Pool. Und das sind einfach so Chocolate Truffles, die scheinbar in so ein Schokoladending waren. Oh mein Gott, wie süß. Hier ist Breakfastplatz und das ist der Pool mit der Aussicht. Richtig schön. Also ich bin so thankful. Wir sind jetzt am Pool. Chillen hier. Nicht heiß, es ist angenehm warm, aber ich glaube, wenn man länger in der Sonne bleibt, kann es auf jeden Fall heiß werden. Und der Vibe ist auf jeden Fall da, ist richtig schön entspannt. Don't mind how I look. Die Sonne ist halt nur ein bisschen extrem geworden und es ist auch sehr hell. Wir sitzen hier, food ein bisschen was und enjoying the view. Es ist halt ganz geil, weil hier nicht so viele Leute sind, also es ist null crowded. Es ist halt wie, als würde man hier so alleine zu Hause chillen, nur mit einer geilen View. Ja. Relaxing. Muchos relaxos. So Leute, wir haben jetzt gerade geduscht, ich habe mir die Haare gemacht und wir gehen jetzt in Scorpios. Das ist so eine Beachbar und da bleiben wir dann auch für den Abend über. Das ist gerade mega geil, bisschen sauer, dass wir jetzt gehen, weil jetzt glaube ich gerade so die richtige Zeit ist, wo man schön braun wird. Aber ja, wir gehen jetzt zum Beach Club. Yay! Wir sind beim Scorpios angekommen, sieht übel geil aus. Schaut mal. This is the view. Richtig schön. Haben die eigentlich gesagt, ob wir uns irgendwo hinlegen können? Okay, Update. Scorpios kostet eine Liege hier 40 pro Person
Und man muss reservieren, bevor man sich hier hinsetzt. Wir haben uns jetzt hier trotzdem hingesetzt. Ja, die Jungs gehen jetzt mal hoch und fragen nach, was Sache ist und ob man da irgendwie was machen kann. Also ob wir hier sitzen bleiben können. Oh na, aber hier ist das Meer. Und es ist übel. Schön. Sehr schön. Ich hab Hunger. Ich feiere diese Sonnenbrille voll. Die ist von Mango. Die ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen 90s geschnitten. But I like it a lot. Und ich habe sogar Feuchttücher dabei. Feel so adulty. Reinigungstücher für die Hände und so. Leute, das Ding hier kostet 28 Euro. Leute, ich sag euch jeden Penny wert. Oh mein Gott, ist das lecker. Ich möchte das zu Hause nochmal selber machen, bitte. Oh mein freaking Gott. Das ist der Thunfisch, der soll, aber... Doch, der Thunfisch ist immer so. Oh mein Gott, wisst ihr, wie das aussieht? Wie dieses Fleisch in Madagaskar, wo Alex überall nur so Fleisch sieht. Ey, du sagst alles, was du aussprichst, sagst du auf Englisch. Und bei Alex sagst du Alex, Alter. Nur jeder den Alex nennt. Ah, okay, wir haben jetzt noch Pommes, Wine and Dine. Okay, cheers, Party. Wine people. And Dine, Hauptsache, aber Alex, oder? Cheers. 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 Leute, das hier ist der ultimative Shit. Das ist ein Half-Baked Cookie mit Eis. Und der war so geil, dass wir den nochmal bestellt haben. 30 Euro. Der kostet einfach 30 Euro, aber er war so geil, Leute. Jeden Penny wert. Aber ich muss zu Hause unbedingt klären, wie das geht. Back from Essen. Wir wollten eigentlich bei diesem Scorpios Abend essen, aber wir haben da so reingehauen, falls ihr das gesehen habt, dass wir einfach dort nicht essen wollten. Und jetzt sind wir wieder back im Hotel und gehen gleich zu Jasmin rüber. Und meine Hand ist nicht so lit. Also wahrscheinlich habe ich die heute zu sehr belastet, was ich auch irgendwie... Also ich habe sie halt heute ein bisschen normaler... Prost. Benutzt. Zwar nicht am Handy, aber halt so meine Haare gekämmt oder mich angezogen und so. Und jetzt merke ich richtig, dass sie hier so verkrampft. Also ich, wenn ich zurück in Deutschland bin, mache ich auf jeden Fall einen Termin beim Arzt, weil es bis dahin nicht weg ist. Ich hoffe natürlich, dass es weggeht, weil ich extra Schmerzsalbe, Ibo und Vitamine mit habe. Ich frage mich halt auch, woher das kommt, weil vom Handy und vom Tippen und so kann es ja nicht so extrem sein. Aber ja, es fuckt übel ab. Aber ich bin einfach froh, dass es nicht die rechte Seite ist. Aber ja. Wir waren in der Stadt tatsächlich und haben bei der Apotheke 3 Sachen gefunden. Wir gehen. Einmal haben wir Voltaren. Das wurde mir von euch auch ganz oft empfohlen. Obwohl ich bei der Apotheke in Deutschland mir auch schon so eine Schmerzsalbe geholt habe. Mal gucken, ob die besser ist. Dann einmal Verband. Klebedings. Zum Ankleben. Och, so ein Accessoire sieht man doch gerne im Sommerurlaub. Oh, das ist doch ein freaking Joke, Alter. Wieso ich? Wieso ich? So, gute Nacht. Good night, my friends. Good night. Good morning. It's the next day. Und heute machen wir was Cooles, wobei wir noch nicht richtig wissen, wie cool es wird. Denn wir wissen noch nicht, ob wir verarscht werden oder nicht. Aber so sieht gerade mein Arm aus. Die ganze Nacht war der in dem Verband. Ich soll ja nicht die ganze Zeit den Verband tragen, deswegen habe ich ihn jetzt erstmal abgemacht und mache den dann heute Abend wieder dran oder heute Nachmittag. Und schonen aber so gut, wie es geht. Danke für eure ganzen Nachrichten. Wir haben ganz viel Schmerzgel und so weiter. Und das mache ich jetzt auch gleich nochmal drauf. Und eine Ibo habe ich auch gerade noch genommen. Ansonsten halt ruhig legen und so weiter. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine Sehenscheinentzündung habe. Ja, wir werden heute einen kleinen Bootstrip machen. Aber erst heute Nachmittag, so ab 3. Und dann schauen wir uns den Sonnenuntergang auf dem Boot an. Wie gesagt, we don't really know, ob das wirklich so aussieht wie auf den Bildern, weil es ist ein bisschen sketchy. Aber ja, wir gehen jetzt erstmal unten nach unten an den Pool. Ich habe neue Ohrringe bekommen und Jasmin und ich haben so ein Friends-Armband von gestern Abend geholt. Wir sitzen jetzt im Bus und sind sehr gespannt, wie das Boot wird. Ob es really sketchy ist, aber wir wurden hier jetzt schon mal mit einem schönen Van abgeholt. Ich bin gespannt. Meine Hand ist so lala. Schön nochmal eingecremt. Und dann fürs Abendessen mache ich das Verband wieder drauf. Leute, wir sitzen auf unserem Transfer
zum richtigen Boot. Meine Haare sind auch am Mess. Ja, let's go. Wir fahren übrigens mit den Boys. Wir haben entschieden, scheiß auf die. Wir ziehen ab. Da ist bestimmt ein Hai. Wie fanden wir es? Schuba, meine Haare sprechen viel. Yeah, first ladies. Thank you very much. Thank you. Leute, das hier sind Trüffelkroketten. Eine Borga, Kartoffelbrei, Fleisch. Ah, okay, not for me. Guten Morgen. It's the next day. Also, ich dachte mir, ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen. Das ist Gegenslicht, das ist schon mal nicht so Premium. Also, ich erzähle euch jetzt ein bisschen, wie es gestern war. Warst du schon mal bei Nusret davor? Ich war noch nie bei Nusret, außer gestern. Also wir beide waren noch nie bei Nusret, aber Jasmin und Baris schon. Und ich muss sagen, es war lecker, aber es war jetzt nicht so krass, dass ich da jetzt unbedingt nochmal hinwollen würde. Also das Krasseste war der Salat, was ich ganz geil fand. Die Trüffelkroketten und dieses eine Fleisch. Wie hieß das Fleisch? Lokum. So hieß es ein Fleisch. Das war ganz lecker, aber das war jetzt nicht so krass Beefbar-Level. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So, wir gehen noch
Es war übel teuer, finde ich. Also ich fand es so teuer dafür, wie es war. Deswegen würde ich euch eher empfehlen, wenn ihr mal in irgendeiner Gegend seid, wo es pricier Stuff gibt, sowas wie Mykonos oder Monaco. Es ist einfach pricey. Dann googelt mal Beef Bar, weil das würde ich euch empfehlen. Deswegen bin ich auch unnormal gespannt, wie das morgen wird, weil da wollen wir zum Abschluss hingehen. Und wie gesagt, in Monaco waren wir zweimal in der Beef Bar. Einmal zu zweit und dann einmal mit meinen Eltern und Doja. Und es war übel lecker. Ansonsten habe ich ja gestern mich überwunden und bin auch sogar ins Wasser gesprungen. Habe dann aber voll die Panik bekommen. Hab sogar geweint. Aber ja, ich weiß ja nicht, ob das Meer und ich jemals noch Freunde werden. Ich bezweifle es, aber ja. Wo ich wahrscheinlich eher nochmal, obwohl wahrscheinlich eher doch nicht. In der Karibik sieht man halt noch mehr den Boden, aber in der Karibik sind auch Haie. So, I don't know if this is really happening or not. Ich weiß auch gar nicht, ob man mich richtig hört. Ansonsten muss ich sagen, dass unser Hotel wirklich einfach unnormal krass ist. Wir sind im Cabo Targo, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und wir liegen hier gerade und chillen am Pool. Ich lese immer noch das Buch, was ich schon seit, Monaten lese. The Mister. Ich glaube nicht, dass ich im Urlaub damit fertig werde, aber ich werde jetzt mal ein bisschen weiterlesen. Ansonsten, was ich euch auch empfehlen kann, ist das hier von Bali Body Watermelon Tanning Oil. Ich finde es übel geil. Also ich habe das jetzt den ganzen Urlaub benutzt. Es geht echt schnell leer. Irgendwie. Ich habe das jetzt zum ersten Mal im Urlaub benutzt. Mit Jasmin ein bisschen. Aber ist jetzt bestimmt schon irgendwo hier auf der Hälfte. Aber ich finde es gut. Und es hat SPF 6, also sogar ein bisschen SPF, was ich immer ganz gut finde. Oh. Ein kleines Update. So, Freunde der Sonne, ich habe jetzt ein Video gemacht, was ich nicht weiß, ob ich es auf Insta poste oder auf TikTok. Ich denke aber eher auf Insta. Wir süßen Hair Goals People werden jetzt zum Friseur gehen. Ich habe sowas auch noch nie gemacht. Dadurch, dass ich mit meiner Hand ein bisschen gehandicapt bin, kann ich mir weder die Haare richtig füllen noch stylen. Und da wir auch hier sind, um ein bisschen gut auszusehen, da wir das die ersten 3 Tage nicht getan haben, genau, werden wir zum Friseur gehen und das heute mal ausprobieren. Wir werden uns beide Locken machen. Erst bin ich dran, dann ist Jasmin dran. Das ist so bevor. Ja, kommen wir mit meins richtige Buschi. Und dann haben wir noch genug Zeit, ein paar Bilder zu machen. Ich bin mal gespannt, ob der Sonnenuntergang heute krass wird, weil es schon bewölkt heute. Zum Glück waren wir gestern auf dem Boot. Stell mal vor, oh mein Gott. Ausrasten. Okidoki. Let's go with the flow. Meine Haare hängen sich noch ein bisschen raus, aber es ist ganz cute geworden mit so einem Glätteisen. Es ist überbewölkt. Und wir machen jetzt einen Pre-Dinner-Snack hier, weil wir sonst so nichts gegessen haben. Good morning, party people. Wir sind on the way to Principote, einem Beach Club. Ein bisschen tired. Und das Essen gestern hat mein Magen nicht so gut vertragen. Will ich da mal ja anmerken. Ja.
Haben heute Morgen ein paar Bilder gemacht. Ich hatte gerade einen Call. Ja. Wie guckst du jetzt? So sieht das hier aus. Hi Leute! Ich wollte mich mal melden, weil ich gestern nicht wirklich gevloggt habe und ich will kurz erklären. Kannst du dein Bein so ein bisschen so machen? Will kurz erklären, wieso. Also heute ist der letzte Tag. Wir fliegen heute. Ja, gestern sind wir noch mit Sarah und ihrem Freund zu Principote an den Strand und ich muss wirklich sagen, dass Principote wirklich der schönste Strand war hier in Mykonos, bei dem wir bisher waren. Namos ist noch ganz schön, da waren wir jetzt zwar nicht, aber Scorpios fand ich jetzt nicht so krass. Auf jeden Fall waren wir dann gestern da und ich habe mir gestern das Video von Joko und Klaas, diese 15 Minuten, die frei bekommen haben von ProSieben, angeschaut und ich muss sagen, es hat mich regelrecht aus dem Konzept gebracht und irgendwie hatte ich dann nicht mehr so wirklich Bock, irgendwas zu filmen, weil ich das irgendwie unangebracht fand, so, und ich habe da so auch so ein kleines Statement auf Insta gepostet, falls ihr das nicht gesehen habt, solltet ihr mir auf Insta folgen. Naja, auf jeden Fall, deswegen habe ich gestern auch nicht mehr weiter gevloggt, weil mir so die Lust ist einfach vergangen und ich wollte da nicht, ich wollte auch nicht unsensibel sein und dann ist es halt auch immer schwer, richtig in solchen Situationen zu handeln, wenn man gerade sich zu sowas geäußert hat, dann normal, sag ich mal, weiterzumachen. Deswegen habe ich gestern einfach gesagt, okay, wir machen einfach eine Pause. Und wir waren dann gestern nochmal beim Scorpios was essen. Und das Essen war dort mega, mega lecker. Also wir haben da wieder auch so ein Half-Baked Cookie gegessen und die Vorspeise war auch übel lecker. Lustig auf jeden Fall. Ich habe die letzten Tage so viel gegessen, dass ich jeden Tag oder jeden Abend Bauchschmerzen hatte. Das gibt mir richtige Flashback zu letztem Jahr. Deswegen freue ich mich, auf zu Hause wieder in meine Routine zu kommen. Und genau, heute wurde uns gesagt, dass ein Hurricane über Griechenland kommt. Deswegen sind wir so ein bisschen... What is the situation? Draußen ist schon bewölkt und auch so dunkel. Und das ist wohl auch überall in den Nachrichten. Deswegen sind wir so ein bisschen, okay, kann hier uns jemand mal ein Update geben? Das ist halt ein bisschen blöd. Und ja, ansonsten buchen wir uns gerade... Sehr schlau, dass du das hier jetzt hast. buchen wir uns gerade unsere Sitzplätze im Flug. Aber auch, ja, wir sind eigentlich zuversichtlich, dass wir fliegen können. Wir werden euch updaten. Ja, und wir schauen Love Island. Ey, dieser Henrik, der geht mir so auf die Socken mit seinem Bonflonzo und oh. Wir gucken gerade ein bisschen nach und macht echt ganz Spaß, weil das sind richtige Dullies. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, schaut ihr auch Love Island. Es ist einfach richtig geil, um sich einfach ein bisschen... Also ich finde es mega witzig, weil man so richtig sieht, wie manipulativ manche Menschen sind. Und wie naiv und blind andere Menschen auch sind. Deswegen, ja, es ist sehr entertaining. Guess who's back? Mit keinem weiteren Outro. Woo! Ja, ich wollte hier mal den Mykonos-Vlog beenden. Als kleines Fazit. Der Urlaub, der war so toll. Es war wirklich so toll. Es war der teuerste Urlaub, den ich jemals hatte. Aber es hat sich so gelohnt. Also ich muss echt sagen, ich war ja davor noch nie im Urlaub mit Jasmin oder Barisch, aber wir haben echt gut harmoniert, wir haben uns gut verstanden, wir hatten so dieselbe Vorstellung vom Urlaub und ich bin super dankbar, dass wir das gemacht haben, weil es uns echt einen wirklich gut getan hat. Ich habe jetzt nicht so viel geredet in dem Vlog, weil obwohl ich da auch ein bisschen gearbeitet habe, wollte ich auch so nach dem ganzen Stress, der die letzten Monate war, so ein bisschen runterkommen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ja, Mykonos ist einer meiner Dream Places. Ich finde es so toll. Ich mag den Vibe, ich mag das Essen, ich mag die Leute. Ich mag einfach alles da. Und ja, ich kann es jedem nur recommenden. Ich muss auch dazu sagen, man muss nicht unbedingt so viel Geld dort ausgeben. Ich war 2018 da, da habe ich sogar auch gevloggt. Den Vlog kann ich euch gerne in der Infobox verlinken. Und da hatte ich ein viel, viel kleineres Budget. Und wir hatten da damals ein Airbnb, kein Hotel. Wir hatten ganz oft eingekauft und Essen gekocht und so. Und es ist beides 100% möglich. Man kann dort unglaublich viel Geld ausgeben.
So, also da war teilweise Wein für 3000 Euro, wo du so denkst, bruh, das pinkelst du doch wieder aus. Man kann natürlich da auch auf Sparfuchsmodus unterwegs sein und trotzdem unglaublich viel Spaß haben. Ich werde euch den Vlog mal unten verlinken, falls ihr Interesse da habt. Und ich freue mich über euren Support von einem Daumen nach oben. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video.